ich habe auch viele Videos zu Hause am Rechner, die ich nur überspielt habe. Die habe ich weder bearbeitet noch sonst was. Die sind halt nur einfach. Also ich gehe mal einfach aus, während der Start- und Ladephase quatsche ich nicht mit dir. Wenn ich weiß nicht drauf hin, wenn es so kritisch wird. Ne? Also heute mache ich Abnahme. Und ich mache das immer im Flug, dass ich zeige, wenn ich Flieger sehe. Ja? Da weiß ich, da ist einer. Da sage ich nicht, guck mal hier rechts, da ist da glaube ich einer. Ich zeige da einfach nur hin. Ja? So. Der Kugelschreiber von der Bundesnetzagentur. Ob das jetzt gut ist oder nicht. So, den lege ich meistens immer hier hin, an die Seite. Abfotografiert hatte ich das. So, gucken, ob ich irgendwas finde, dass wir nicht starten können, oder soll ich es lassen? Nee, wenn du was findest, dass du nicht dann sagst, dann lass bleiben unten. So, Außenkontrolle haben wir gemacht. Außenkontrolle. So. Alter, mal kann ich schrauben. Stift ist gezogen. Ich guck mir nur das Flugzeug an. Klar, ich kann nicht wieder einhalten, war Mängelbericht. Alles kaputt. Nee, ich habe hier geguckt. Ich dachte, die Schraube kann man vielleicht. Aber ich mache immer nichts. Gleich, jetzt hast du gleich einen Wackelkontakt da drin. Jetzt geht es gleich nicht, wa? So, Rettungssystem gezogen. Gurte anpassen, schließen, Türen schließen und verriegeln. Kann sein, dass er gleich spinnt und wieder meldet, hier Türe nicht verschlossen. Der Mikroschalter ist wahrscheinlich defekt oder so. Da musste man schon ganz schon mal, ne? Kein Stress, so wie es irgendwas. So, Brandhahn auf. Was mir auch nie wieder passiert, man geht in den da durch, Brandhahn auf, das heißt, du machst eine Bewegung, du sollst sie aufmachen. Dann bin ich hergegangen, Brandhahn auf und mach diesen. Oh, das ist schlecht. Dann sind wir losgerollt. Der springt ja dann an, ist ja kein Thema. Was? Vergaser ist ja noch voll. Dann sind wir gerollt. Selbst der Magnetcheck ging auch noch, glaube ich, oder wir wollten zum Magnetcheck. Jedenfalls ja kurz vom Rollhalt. Ne, Magnetcheck haben wir noch gemacht, das passte auch noch. Und kurz vom Rollhalt. Aber da steht dann, was steht hier drin? Benzin, Brandhahn auf. Brandhahn auf. Ist heißt, eine Bewegung. Das heißt für mich, der ist zu, ich soll den aufmachen. Ja, ja, da steht aber Klo. Sehr gut, das ist jetzt. Ja. Eigentlich müsste da stehen, Brandhahn check. Öffnen check müsste da stehen. Ja, nicht aber, öffnen, dann machst du wieder diese Bewegung. Ja. Brandhahn check ist richtig, ja. So. Weil da machst du ja auch alle elektrischen Geräte aus, also gehst du hin, machst diesen. Du machst ja auch eine Bewegung, oder guckst zumindest natürlich auf jeden Fall. Und du sollst ja mit dem Finger einmal so rüber gehen. Ich muss gleich, Sicherungen sind alle. Habe ich auch gehabt schon, dass hier eine Sicherung raus war, weil die Leute dann gedreht haben. Ja, so. Parkbremse. Gesetzt. Hauptschalter ein. HCL ein. Elektrische Pumpe ein. Damit ich mich fuhr. Sprit haben wir genug drin, ja? Du hast 26 Liter. Wo wird das angezeigt? 26. Ja, das ist. Nee. Das ist das, was du eingegeben hast. Und hier hast du dann die. Wenn du einschaltest, fotografierst du das ab hier, ne? Das ist der Stand. Betriebszeit, habe ich abfotografiert. Okay. Dann drückst du drauf, hältst fest. Bis jetzt zweimal piepst. Das wollte ich. Dann kommen die 26 Liter. Türen sind zu. Klappen auf 0. Außentemperatur, 12 Volt Anzeige. Du musst immer festhalten. Nur so einmal drücken bringt nichts. Ne? 12 Volt ist aber schon. Immer so festhalten. Ne? Ich gucke übrigens immer, ob die Klappen wirklich funktionieren. Ne? Aber das machst du hier vorne. Ich mache das sogar beim Check, wenn die Karre steht, auch wenn es auf die Batterie geht. Ja. So. HCL ein, Anzündung ein. So, Motor ist warm. Rausziehen. Ja, das ist nämlich auch. Das darfst du hier nicht. Bei der gilt das nicht. Nee, mach ganz in Ruhe. Nein, du hattest den ja reingetan. Ich mache den immer rein beim Aussteigen, ja? Ja, bei der M-Fork hier, nicht hier. Hier bleibt er draußen. Aber hier wird er nicht kontrolliert, ob der drin ist oder draußen. Okay. Ist mal günstiger beim Einsteigen, da knallt es nicht dagegen. Ja, aber. So, also, das ist Punkt, das an. Propeller? Bereich frei. Ganz frei. Keine Katze, keine Kuh, keine Kinder. Katze wäre mir egal.
war das denn?
Wald hätte man bremsen können, aber die ganze Wüste wird sein. Aber das macht ja nichts. So, okay.